Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute geht's nicht um... Was hast du eigentlich gegessen? Birne. Birne. Da ist auch Apfel. Apfelsine, Mandarine. Und Mettbrötchen gibt's auch. Aber wir sind auch hier, auch ich, auf den gesunden Trip mal heute. Obwohl, ich habe schon zwei Mettbrötchen gegessen. So. Worum geht's heute? Der Julian und die ganze Werkstatt überhaupt hier, Patrick und wie sie alle heißen, waren schon wieder schneller, als der Chef die Kamera runterrudern kann. Heute geht's endlich weiter um unseren 200er Diesel. Da sind wir eigentlich gleich bei einem guten Thema, Patrick. Ja. Du hast ganz viel rumgegoogelt. Getriebe hinher, Getriebe was wie. Und in unserem Getriebe, in unserem 200er Diesel waren dann 280er Getriebe, ne? Ja. 280 E-Getriebe war da drin, ja. Also viel Drehmoment hat der Sportmotor aber, glaube ich, gar nicht. Nein. Und die Drehzahl erreicht er auch nicht. Wo ich gerade, und die Drehzahl erreicht er nicht. Aber im vierten Gang wieder nicht geschaltet haben, wahrscheinlich wegen den ganzen Spänen da im Öl. Und dann ist ja die Ölpumpe ausgenudelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht einmal das war. Ich kann durchaus sein, dass der Motor einfach viel zu wenig Kraft hat, damit er den Druck im System aufbaut, den korrekten. Und dann die ganzen Schaltvorgänge halt stattfinden. Das heißt doch jetzt in Kurzfassung, wenn wir jetzt das Getriebe aus dem 230E einbauen, kann sein, dass das auch nicht schaltet, ne? Kann sein, dass das auch nicht richtig ist. Aber versuch mal klug, das ist nämlich wichtig. Ja. In dem Falle, du hast das Getriebe eh schon raus, Julian, oder ihr habt das Getriebe schon raus. Wir haben gar keins aktuell da verbaut, ne? Nö. Okay, aber wir bauen nichts von rechts nach links in so einem Getriebe jetzt, ne? Nö. Also ich würde das Wenn dann jetzt genauso einbauen, wie es ist, und dann ausprobieren. Das ist wie mit der Schachtel Pralinen. Man weiß nie, wann was man bekommt. Doch, wenn ich in der Nähe bin, ist die immer leer. Wenn, oh, Marco ist in der Nähe, Pralinen wegpacken. Wir gehen mal zusammen gucken, wo die Getriebe liegen. Da liegt dreimal Getriebe. Lasst mich überlegen. Das ist das Getriebe, was verbaut war. Das ist ein Getriebe aus dem Strich 8, wo wir gesehen haben, da passte was mit Ölpumpe nicht. Und das dürfte, wenn ich es richtig gegoogelt habe, dürfte das aus dem 280er-8 sein. Also aus dem stärksten Benziner dürfte das sein. Hätte also in dem Falle ja auch nicht gepasst. Selbst wenn wir, unser Problem war, warum wir das nicht eingebaut haben, weil uns der passende Wand, der Drehmomentwandler fehlt, genau, korrekt? Ja. Ja. Ist bei dem Getriebe denn der Wandler bei? Ah, Kollege Schnürschuh ist auch da. Also haben wir hier ein komplettes 230E-Getriebe aus unserem silbernen T-Modell. Richtig. Und laut Nummer ist es auch ein 230E-Getriebe. Ich sehe jetzt hier schon die ganzen, Kommentare und stehen, das geht nicht, er wird nicht im Gang schalten, er wird dieses nicht. Ich habe es gerade gesagt, wir müssen das lernen. Also werden wir das jetzt mal einbauen, weil wir haben gerade kein 200er Diesel-Vierganggetriebe hier liegen. Weißt du, was wir mal zeigen können? Das Getriebe. Müsst ihr euch vorstellen, vermittelt der die Kraft vom Motor auf die Hinterachse mittels Getriebe. Und es hat verschiedene Übersetzungsstufen. Und der Dieselmotor dreht, glaube ich, in der Maximaldrehzahl 5000 Umdrehungen. Maximal. Aber er bewegt sich eher so zwischen 2 und, ich würde sagen, so 4,5 ist wohl der Schaltpunkt. Max spätestens. Der Benziner wiederum schaltet bei 6000 Umdrehungen. Da spielt es jetzt in dem Moment also keine Rolle, ob wir einen Dieselmotor haben, wo 5000 Umdrehungen dreht, oder ein Benziner, wo 5000 Umdrehungen dreht. Ich kann mir vorstellen, dass das 230er Getriebe vielleicht einen Ticken länger übersetzt ist, weil der hat ja eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h eingetragen. Das ist definitiv länger übersetzt. Das hat ungefähr dieselbe Übersetzung wie das 280er. Das könnte ja durchaus bedeuten, wenn der Motor genug Dunst hat, dass das Teil vielleicht sogar Tachoanschlag läuft. Aber was ich euch zeigen möchte, Julian, komm mit. Film mal den Tacho. Jawohl. Wenn du auf den Tacho gehst, ich spreche jetzt mal einfach lauter. Wenn ihr auf den Tacho jetzt schaut, seht ihr bei 40 ein Strich, bei 60 oder 65 zwei Striche und bei 100 drei Striche. Das sind die Schaltpunkte, die das Getriebe setzt bei höchster Drehzahl bei einem Dieselmotor. Wir gucken jetzt mal bei den Benziner rein. Vergesst aber nicht, der schaltet ja, ich sag mal, locker 1000 Umdrehungen später. Da haben wir den ersten Gang bei 50, den zweiten bei 85 und den dritten bei knapp 140. Trotz alledem behaupte ich, wenn der nur 5000 dreht, könnte es sein, dass der sogar im dritten Gang nachher 120, 125 schafft. Und dann, wenn der Motor natürlich richtig, also auch seine 55 PS voll raushämmert, macht er vielleicht den Tacho voll. Also haben wir vielleicht den getuntesten 200er Diesel bald. Und dann sehen wir gleich erfahren, wenn ihr das Getriebe eingebaut habt. Das zeigen euch die Jungs jetzt. Viel Spaß. Ich gehe wieder den Sesselpupser machen. Ja, wie das halt auch immer so ist. Man steckt voller Euphorie, möchte gerade anfangen und denkt sich, yes, endlich habe ich ein neues Getriebe. Und was ist?
Tada, es passt nicht. Super. Ja, guck mal genau hin. Die Glocke passt nicht. Die Glocke passt nicht, genau, ja. Hier, Ausbuchtung für den Anlasser ist hier und da ist es hier. So, der Rest des Getriebes ist aber augenscheinlich, ne, wohlgemerkt die Pralinen, erstmal gleich. Ja, jetzt fängt das ganze Puzzle von vorne an. Ja, so, ich habe die jetzt nochmal direkt nebeneinander gelegt und da wird es dann relativ schnell deutlich, was ich gerade gemeint habe. Und zwar einmal eben, wir bräuchten es so und hier ist es aber so. Also sprich, Benziner und Diesel haben jeweils den Anlasser auf der anderen Seite. Was uns noch aufgefallen ist am Gehäuse prinzipiell, hier ist wie so ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal wie ein Steg. Der ist ungefähr so hoch und hier ist der sehr flach. Also die Frage ist, hier sind natürlich auch nochmal zwei andere, also hier sind nochmal zwei Schrauben zusätzlich drin. Warum das genauso ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich nehme einfach jetzt mal an, aus Grund irgendwelcher verstärkungstechnischen Ursachen, wie auch immer. Ja, unser nächster Gedankengang war jetzt eventuell, vielleicht, aber nur vielleicht, passt der ganze Kram, der da drin ist, ja, in so ein Gehäuse rein. Das wissen wir nicht, aber wir werden das jetzt ausprobieren. Und zwar hier an unserem alten Getriebe, Versuchsgetriebe, weil das ist ja sowieso Fratze. Also von daher, ich würde sagen, wir stellen die Kamera auf und dann könnt ihr euch das mal mit angucken. So, willkommen bei Learning by Doing. Wir haben jetzt hier mal den ersten Deckel auf der Seite weggenommen. Das sieht hier so aus, das Ganze. Wird mit einem Ring gesichert, was ich auch nicht wusste. Also man sieht da diese kleine Bohrung da, ne? Diese Bohrung wird vom Schieberkasten angesteuert und dann wird das Teil da mit dem Druck, der sich quasi da drin bildet, also nicht nur quasi, sondern der sich da drin bildet, da so hineingedrückt. Und dieser Stift drückt dann nochmal federbelastet auf den Umlenkhebel, der da drin sitzt. Diesen da. So, und jetzt guckt mal da rein, was da passiert. Das sehe ich auch zum allerersten Mal in meinem Leben live. Lampe ist an, ja. Und dann sieht man richtig schön, wie das Bremsband sich um das äußere Rad von dem Planetengetriebe festsetzt und das dann festhalten kann. Das heißt, jetzt kann ich das zum Beispiel nicht mehr mitdrehen und ich habe eine andere Übersetzung, also wenn ich so drehe. Und so funktioniert eigentlich die drei Scheiben von dem Getriebe, je nachdem, welches Planetengetriebe ich abbremse oder freigebe. Von der Art her ändert sich die Drehzahl, die ich dann hinten auf auf die Welle wucht. Also so werden dann quasi die Gänge geschaltet. So, nächste Funktionsweise. Hier drin in dem Löchchen da, seht ihr das bestimmt, ist wie so eine Kolbenstange. Damit wählt ihr im Endeffekt, welche Fahrstufe ihr haben wollt. Oh, also, ja, sieht man das mal. Eben, da ist ja dann ein Kolben drin, vermute ich mal. Das werden wir gleich sehen. Wir nehmen den gleich ab, diesen Schieberkasten. Und der wird dann wahrscheinlich irgendwie einen Kolben da drin so verstellen, dass dann irgendwelche Bohrungen frei sind, verschlossen sind, etc. etc. Je nachdem, welche Fahrstufe ihr eben haben möchtet oder einlegt. So, jetzt haben wir den Schieberkasten heraus und jetzt guckt euch mal an, was da für ein Schmodder drin hängt. Leck mich am Ärmel. Da ja eben, der Pappe, gehen wir mit dem Finger drüber. Das ist schon heftig. Das ist ja purer Abrieb eigentlich. Jeder, der einen Smart kennt, der kennt das. Weil der Smart hat keine Ölablassschraube und es bleibt immer was im Motor drin. Das ist das Kuriose daran. Ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, keine Ölablassschraube. Gut, aber darum geht es hier jetzt nicht. Aber das ist im Endeffekt genau das gleiche Phänomen. Ihr werdet nie zu 1000% hier wirklich alles, da könnt ihr noch so viel Ölwechsel machen, da dieses Getriebe hatte jetzt den dritten Ölwechsel mit Filter und trotzdem sieht das hier so aus. Also das kannst du gar nicht 1000% sauber bekommen. Und ich behaupte, selbst mit einer Spülung, nur sehr mühselig, oder? Schau mal, da drin sitzt der ganze Dreck. Da unten sieht man meinen Finger durch. Schau mal, wenn du oben reingehst. Ja. Eventuell. Genau, ja. Ja? Also ich sehe es. Das heißt, da schlägt dir auf der Dichtung auf und kann nicht weg. Das heißt, da drin sammelt sich der Dreck, egal was du tust. Ja.
Also eben, wie vermutet, selbst mit einer Spülung kriegst du das nie 1000% sauber. Ja, jetzt sieht man das hier auch nochmal richtig geil, wie das aufgebaut ist. Hier sehen wir nochmal die Bremsbänder, die einzelnen. Hier, da ist das andere. Also eins, ja, genau, zwei, hier. Eins, drei. Genau, also eins, zwei und drei, genau. Das sind die einzelnen Planetengetriebe. Und ja, je nachdem eben, welche Fahrstufe jetzt eingelegt ist, wird dieses Band dann zusammengedrückt und ja, so dann das jeweilige Planetengetriebe quasi mitnehmen. Das müsste jetzt erster Gang sein, wenn ich das jetzt festhalte. Also da müsste ich... Au, au. Nicht verletzen hier. Ja, schau mal hinten. Ah, ja genau, man sieht's. Hinten die Welle, das ist die Abzugswelle. Ja, genau, hier. So, jetzt lasse ich das los. Jetzt habe ich gleich eine schnellere Drehzahl. Ja, richtig. Ja, also. Das ist wirklich verrückt. Ich habe das, wie gesagt, persönlich auch noch nie so live gesehen. Ich finde das total geil, dass wir jetzt echt hier mal die Möglichkeit haben, das mal auch für euch mal so zu veranschaulichen. Da sieht man auch schön die ganzen Kanäle. Ach ja, genau. Ja. Das sind die einzelnen Kanäle hier. Die da? Oder wie da. So eine Panflöte. Oder da? Also da habe ich einen Kanal. Ach ja, genau. Da ist der zweite. Und da hinten, da ist der dritte. Da irgendwo, da ist auch einer. Schon, cooles System. Schon irre auf jeden Fall, ja. Ich persönlich finde es immer super beeindruckend, wer sich sowas ausdenkt. Ne? Das ist ja. Diese Ingenieure. Ja. Das ist immer so, ich stelle mir so, du hockst zu Hause auf den Pott und denkst dir so... Das ist es, ich genau meine, so mache ich's. So wie bei Zurück in die Zukunft mit dem Fluxkompensator, ja, weißt du? Dann hat sie ja vom Scheiß aus runtergekauft. Aber was ich mich jetzt gerade noch frage, wir haben ja hier trotzdem unseren elektrischen Teil, sag ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, das ist ja wirklich jetzt rein einfach nur, welche Fahrstufe eingelegt ist, oder? Fahrstufe und vielleicht rückwärts, also die... Also dass er eben Rückwärtsgang, genau. Ja, also da ist ja im Endeffekt wirklich noch keine elektronische Steuerung drin, das ist ja rein mechanisch. Wir können ja dann den Schieber aufmachen, wenn man den auseinander nimmt, da sind viele coole Gänge, das schaut aus wie ein Labyrinth. Mhm. Und mit Kügelchen und Kügelchen, Federchen, hier haben wir ein Federchen, genau. Ja. Naja gut, okay. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir hier da unsere Planetensätze hier rausbekommen, ne? Ja, irgendwie geht es sicher. Gut. Also. Ihr seid weiterhin natürlich dabei. Ja, der Fehlersucher auf der Spur. Wir haben da gerade mal ein bisschen hier rumgewühlt in unserer Schaltkulisse und Patrick hat da, ich glaube, ein Stück Feder gefunden oder irgend sowas, ja, in der Art. Ja, ne? Da ist abgeschnitten. Aha. Und da sieht man richtig schönen glatten Bruch. Oh, ah ja, da sieht man es ja. Ach du Kacke. Aber ja, wer weiß, ja, was uns noch bevorsteht. Ja, definitiv. Also da war auf jeden Fall ordentlich was am Arbeiten da drin. Und selbst wenn der vierte Gang geschalten hätte, irgendwann hätte es wahrscheinlich dann definitiv Knack gemacht und dann wäre Sven irgendwo in der Prärie gestanden und keinen Meter mehr vorangekommen. Ja, jetzt haben wir das Ganze... Hier ist das noch schön. Ja. Planetenuniversum mal rausgenommen hier. Und das hat schon ordentlich gelitten. Jetzt guckt euch das mal an. Also eben, man sieht hier schon an den Ritzeln, sieht man Verschleißspuren. Aber da, also ihr könnt es leider nicht fühlen oder ich kann es euch leider aber auch nicht besser zeigen. Das ist... Ja doch, du siehst es hier auf der Scheibe sehr geil. Die Riesen. Oh ja, ja, oh ja. Ja. Seht ihr, wie eingelaufen das Ganze schon ist? Also das ist ja richtig im Eimer. Auch da unten seht ihr ganz viele kleine Federn. Und da, oh ja, da, hier ist ein Stückchen drin. Also da ist die Feder gebrochen. Da hängt sogar ein Stückchen. Da, genau, ja. Da fehlt eine komplett. Da ist eine gebrochen, sehe ich. Ja, also da hat auf jeden Fall schon ordentlich was drin. Rumor da. Also da drin, da war definitiv schon mal, das hat es da mal zermahlen, ein paar Teile. Ja, ein paar Federn zermahlen, würde ich sagen. Das hatte ich hier auch gesehen, das sieht eher so aus, als wären das immer die einzelnen Anlagen hier. Ja, das ist richtig. Und ich habe gerade gesehen, wo einer fehlt. Das heißt, der kann genau nur einmal zusammengesetzt werden. Mhm. Wie so ein Kombinationsschloss. Ja, ich glaub wirklich, jeder Kfz-Mechaniker da draußen, der kennt das noch, damals in der Berufsschule, Automatikgetriebe, Kraftverlauf einzeichnen. Oh, ich hab das gehasst, das richtig gehasst. Ich hab keinen blassen Schimmer davon gehabt, ich bin offen und ehrlich. Aber jetzt eben, jetzt wenn man das mal so sieht, zum Anfassen das Ganze, dann leuchtet einem das schon mehr ein, als in so auf Papier, sag ich jetzt mal. Ne? Aber Julian, man kann es jetzt da ganz relativ leicht erklären. Ne?
das ist schon... Also, du hörst da jetzt die Abtriebswelle, ja, die dann nach hinten geht, okay? Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du hier andrehst und sich die Zahnräder nicht bewegen, dann hast du eine Geschwindigkeit, eine relativ hohe. Wenn du jetzt aber nur diese, also wenn du die Zahnräder nur so drehst, ist eine andere Geschwindigkeit. Mhm. Dann ist 1:1. Also das ist die 1:1 Kupplung jetzt, wenn sich alles so mitdrehen kann. Übrigens, ich weiß auf jeden Fall, was das da hinten, dieses Rädchen, ganz hinten dran, mit diesen rechteckigen Zähnchen da, das weiß ich ganz genau auf jeden Fall, was das ist. Das ist nämlich das Zahnrad bzw. Rad für die Parksperre. Da greift dann quasi so ein Stift hier ein. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Nö, ich glaube, das ist der Ring, der dann da eingreift. Oder der da. Auf jeden Fall, ich weiß, irgendwo rastet das dann ein und dann habt ihr euer P quasi gesichert, euer Getriebe gesichert in dem Sinn. Das ist der dritte Ring. Wenn der festhält, kann sich alles dann nicht mehr bewegen. Genau, dann ist blockiert. Ja. Das heißt, das ist Parksperre, die dritte. Da siehst du. Bisschen was ist hängen geblieben, aber nicht viel. Also ich glaube, unsere Aufgabe wird sein, dass wir dieses Paket aus dem anderen rausnehmen und ohne, dass es uns zerfällt, einfach in das einsetzen. Richtig, genau. Das ist eigentlich die einzigste Chance, die ich auch sehe. Die Frage ist jetzt, die bleibt. Ich bin mir relativ sicher, dass das eigentlich gleich sein wird. Was ist da hinten drin? Wollen wir das auch mal aufschrauben? Ja. Komm, wenn wir eh schon dabei sind. So, jetzt habe ich es echt noch geschafft. Jetzt habe ich den Kieferkasten auch noch auseinandergenommen. Also ihr seht, das ist ein hochkomplexes Teil. Besteht aus drei Ebenen, die miteinander in einer Einheit funktionieren. Technisch irrsinnig präzise gefertigt, gefräst, was auch immer. Dazwischen liegen diese Platten, einerseits denke ich zur Dichtung, die sind ein bisschen weicher. Und andererseits aber, um nochmal für Übergänge zu sorgen. Ich finde dieses Thema echt interessant und spannend. Und wie gesagt, meine Schieberkästen habe ich definitiv nicht zerlegt. Da war ich zu feig dazu, ich gebe es zu. Aber... hier habe ich schon einige Macken und Fehler entdeckt, die sicher nicht normal sind. Man sieht hier da zum Beispiel, wo da reingeht, da sehr, sehr deutliche Abnutzungsspuren von der Kugel, die da drin sitzt. Der zweite Kanal, wo die Kugel drin sitzt, ist zwar noch in Ordnung, aber da stimmt schon mal definitiv was nicht. Also da kann man richtig schön das Aluminium wegkratzen. Funktionsweise ist sicher auch interessant. Das ist jetzt der Wahlhebel. Man sieht da oben, wie die verschiedenen Kanäle untereinander geöffnet und verschlossen werden, wenn man da genau schaut. Ich meine, was da jetzt genau was macht, kann ich euch nicht erklären. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Da auf der Seite sind noch zwei Platten verschraubt. Dann könnte man diese federgelagerten Umschalter, die werden, denke ich, einmal dafür sorgen, dass die verschiedenen Gänge nach der Reihe eingelegt werden. Da kann man die dann sicher auch rausnehmen, neu nachmessen wahrscheinlich, die Federn etc. Also das kann man sicher alles machen. Für mich, ich sage es ehrlich, oder für uns in der Halle 77, glaube ich, wird es reichen, wenn wir den richtigen Schieberkasten ins richtige Getriebe reingeben. Ich glaube, dann wird das sicher schon ein gutes Ergebnis sein. Also, bis morgen. So, hallo, nächster Morgen. Wir haben wieder frische Kräfte geschöpft, um da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Ich möchte euch nur noch eines zeigen vom alten Getriebe, was nicht so gut ausschaut. Zwar folgendes. Wir haben das Federpaket heraus, also die Reibscheibenpaket habe ich noch herausgenommen. Man sieht sogar, selbst der Federring ist gebrochen. Getriebe war in einem sehr schlechten Zustand. Man kann jetzt das sehen. Das sind die Reibscheiben, die das äußere Rad mit dem inneren Rad verbinden können. Und zwar hat man die erste Scheibe mit Außenverzahnung, dann kommt die Gleitfläche und die zweite Scheibe mit Innenverzahnung. Und wenn die zwei aufeinander gepresst werden, hat man eine starre Verbindung zwischen außen und dem inneren Rad und dadurch kann man Drehzahländerungen bewirken. So, und jetzt sieht man schon, von der Reibscheibe ist nichts mehr da. Alles weg. Nicht, also so schlimm hat nicht mal mein Getriebe damals ausgeschaut. Also echt brutal. Das ist gefahren worden. Da sieht man noch ein bisschen was vom Reibbelag. Also das ist im Eimer. Das kannst du nehmen und wegschmeißen. Das zeige ich jetzt nochmal rein zufällig. Sogar frische Belege da. Schauen zwar ein bisschen anders aus, aber von der Funktionsweise her sind sie gleich. Das wäre zum Beispiel eine neue Scheibe mit neuem Reibbelag. Man sieht es richtig schön, so wie bei einer Kupplung, hat noch ordentlich Rillen etc. Im Ende vom Lied ist jetzt, das Teil ist hoffnungslos defekt. Dieses hier, das Glocke
versuche ich jetzt weiter zu verwenden. Schauen wir mal, wie das 120er für Ihnen ausschaut, das 230er Getriebe für Ihnen ausschaut und dann schauen wir weiter. So, wie man sieht, wir haben das Getriebe wieder zusammen. Das sollte jetzt eigentlich ein vollwertiges 230e Getriebe sein, mit der richtigen Glocke etc. Und zurück zum Übeltäter. Das war der eine Ring, das ist der andere Ring. Wunderschön. Also man sieht, die Ringe haben leider keinerlei Spuren. Die sind komplett im Eimer. Da gibt es wirklich nichts mehr dazu zu sagen. Das ist Schrott. Weg damit. Also das kann wirklich im hohen Bogen weg. Zur Altteilekiste. Gut. Das heißt, wir komplettieren die Pumpe jetzt noch mit dem Gehäuse da drüben auf das Getriebe und dann schauen wir mal an. Losfahren. Glaubt noch nicht, aber... wir bauen das dann mal ein. In das Teil da. Ja, dann melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Wir sind in den letzten Zügen. Der Patrick schraubt hier gerade noch den Halter an, der später hier sitzt. Hier ist der alte Halter noch. Hier fehlen aber dann auch schon wieder die Gummis und dies und das und jenes. Ja, eben. Deswegen sind wir jetzt dabei, quasi alles, was irgendwie von den anderen Getrieben noch irgendwie schöner ist, besser ist, qualitativ hochwertiger ist, irgendwie daran zu schrauben, damit wir, wie soll ich sagen, auch nicht nur die Innereien, sondern vielleicht auch außerhalb den Sven daran schrauben. Nein, Spaß. Okay. Sven, was sagst du? Denkst du, das funktioniert? Ist das jetzt so zusammen, wie es da rein soll? Wir haben jetzt aus 3 1 gemacht. Und das soll jetzt dann so da rein. War krass. Heftig, ne? Ich glaube an euch, Jungs. Ja, das klappt. Also, der Patrick, der hat da wirklich, muss ich ehrlich sagen, sich da heute den ganzen Tag mit auseinandergesetzt und jedes einzelne Schräubchen, Scheibchen und was weiß ich da irgendwie wieder zusammengefügt. Und Schnauze voll. Und Schnauze hat er auch voll, okay. Du bist auch gespannt, ne, ob das funktioniert. Ich sehe nur den ganzen Automatikmüllschrott auf dem Boden liegen. Ja. Ihr habt jetzt wirklich aus 3 1 gemacht, ne? Ja, aus 3 mach 1. Und da ist der ganze kaputte Schrott drin. Aber eins kann ich euch auch sagen. Die erste Profahrt macht ihr beide. Ach du Scheiße. Da bin ich auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall Handy mitnehmen. Ich fahre mit dem Schleppwagen hinter dir. Ja. Nee, du fährst schön. Was denkst du, jetzt mal ganz ehrlich, was denkst du zu 5% das läuft? 80. Sag ich auch, mindestens. Du hast mal 90% gesagt, da sprang der Wurf doch nicht an. Ja, ich hab ja immer gesagt, 10% bleiben immer. Mein Respekt habt ihr beide da. Ich hätte das nicht gemacht. Aber ich bin stolz, so Mitarbeiter zu haben, die sowas hier ertüfteln und probieren, weil es spart uns vielleicht noch den 4. Automatikgetriebe-Kauf. Ne? Eben. Weil letztendlich haben wir jetzt echt viel Geld in den Sand gesetzt für kaputte Getriebe oder für nicht passende Getriebe. Beste Beispiel war jetzt die Getriebeglocke. Hätte ja keiner ahnen können, dass ein Benziner und ein Diesel, der anders auf der anderen Seite sitzt. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich und ihr konntet auch einiges Geiles an Content wahrscheinlich wieder sehen. Also mir macht das Spaß. Wie seht ihr das denn? Sowas könntet ihr ja normalerweise in einer Vertragswerkstatt oder überhaupt in der Werkstatt für Kundenarbeiten könnt ihr sowas bezahlt ja nicht kriegen. Niemand. Erstmal bezahlt dir das keiner und zweitens kannst du ja nicht an Kundenautos testen. Ja, du kannst jetzt nicht dem Kunden sagen, wir gucken mal, was wir da hinkriegen. Ja. Das ist ja jetzt, ich sag mal, Versuch macht klug. Den Spruch gibt es ja nicht umsonst. Aber es macht doch auch bestimmt Bock, sowas, oder? Klar. Also ich kann jetzt. Ich habe mittlerweile, also ich bin froh, dass jetzt zusammen ist, weil ein paar Mal wollte ich heute schon reintreten. Ja, ich würde sagen, einbauen, Öl rein und dann kommen wir hoffentlich auch voran. Ne? Reiß an den Hobel. Und aus. Hast du noch ausgemacht? Nö. Haben wir nur Sprit im Tank? Naja, das kann ich dir nicht so genau sagen. Was willst du? Viel ist da nicht. Auf N. Ja. So. Jetzt eine Fahrstufe drin, das hörst du schon, wie die Drehzahl runtergeht. Also siehst du, dass die Räder sich bewegen, also er macht was. Vorwärtsgang.
Ja, das ist zweite Stufe. Du kannst ja am Tacho sehen, in welchem Gang er ist. Er ist immer noch im ersten Gang. Oder zweiten, das ist jetzt die Frage. Der zweite natürlich. Gang, gib mal ein bisschen mehr Gas. Dachte ich mir schon. Oh, jetzt seht ihr, dieses Blökern haben wir natürlich immer noch. Ne? Also dem Nagel nach spritzt er auch zu viel ein. Dieses Gestänge hier, das erkläre ich euch kurz, da ist alles Mögliche verstellt, was unten an die Dieselpumpe geht. Also bis jetzt haben wir das auch noch nicht in den Griff gekriegt. Das wird nämlich dann die nächste Amtshandlung sein. Da unten an dem Gestänge. Julia, kannst du mal schon mal eine Fahrstufe wieder, lass mal los. Da willst du eigentlich schon laufen. Rückwärtsgang, guck mal, ob es funktioniert, lass mal los. Ja, Rückwärtsgang wäre auf jeden Fall schon mal da. Also Druck hatte. Das merkst du auch, wenn du auf die Bremse gehst, ne? Mhm. Mach mal Fahrstufe auf D. Jetzt lassen wir den mal laufen, den Kleinen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie hoch er in der Übersetzung er geht. Zweite, das ist die dritte Fahrstufe. Ja, das ist die vierte. Wir haben vier Gänge. Wir haben auf jeden Fall vier Gänge. Sehr geil. Jetzt gehen wir runter in L und lass ihn mal ein bisschen gegen die Bremse laufen. Merkst an der Übersetzung. Weiter lass mal drehen. Der Tacho muss eigentlich bis knapp 40 hochgehen. Immer mehr Drehzahl. Ja, ist der erste Gang. Definitiv. Ja. Bisschen mehr Gas noch. Ja. Ja. Jetzt machen wir auf S dabei und der Drehzahl in mir geht mal ruhig. Ja, ist ja geil. Müsste er gleich schalten. Ja. Zack, hat geschaltet. So, jetzt mach mal auf D. Ja. Ja, das ist der letzte Fahrstufe. Ja. Es sind definitiv alle Gänge da. Perfekt. Cool. Dann machen wir aus den Kollegen, weil, wie ihr seht, ist die Luft hier recht schwierig. Gut, dass wir das passend zum Feierabend gemacht haben. Ja, Jungs, bis jetzt sieht's aus, wir haben vier Gänge. Wir haben gerade den ersten Gang überprüft, der funktioniert auch. Und wir haben auch im Tacho gerade schon die 140 gesehen, ne? Aber ich würde sagen, ob das im vierten Gang auf der Straße schaltet, seht ihr im nächsten Video, fahren die Jungs nämlich Probe. Bis dahin, ciao.